Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord! Hallo Glückspirat. Letzten Freitag haben wir damit geendet, dass Michael Wnuk die zukünftige Marlin gefunden hat in einem Inserat und daraufhin dann auch dorthin gefahren ist, wo sie dann eben lag, in einem Piranha-verseuchten Fluss. Vorgefunden hat er ein Schiff, was schon sehr lange Zeit in dem Fluss lag und wurde bewohnt von Kakerlaken, und eine Fledermaus hat er auch drin gefunden. Und wie sich später herausstellen sollte, gab es auch noch eine große Anzahl von Bewohnern im Mast. Und wie das alles so weitergeht mit dieser Geschichte, das hörst du jetzt im zweiten Teil vom Interview. Viel Spaß dabei. So, und das heißt also, ich konnte das Schiff weder segeln, der Motor lief zwar, aber es gab keine Marina, wo ich das hinbringen konnte. Also nichts, wo ich hätte das Schiff rausholen können. Und es war auch illegal dort. Das Schiff war eh illegal, also er ist da reingekommen. Er hat zwar eine Aufenthaltsgenehmigung, aber das Schiff lag da quasi mit einer Gastlandflagge von Finnland, war aber in Finnland abgemeldet. Und, also staatenlos praktisch. Staatenlos, ja. Aber das Schiff da rauszubringen war natürlich auch ein Problem. Also wenn ich das jetzt offiziell rausbringen wollte. Und ich war ja da und ich wollte eigentlich eine Anzahlung da lassen. Und ordentliche Anzahlung. Hatte ich auch das Geld halt mit und so weiter. Und dann war der Broker halt mit dabei und dann haben wir den Vertrag gemacht. Und jetzt stell dir einfach vor, du würdest mal so eben ein Drittel deines Geldes, was du so zusammengekratzt hast, als Anzahlung da lassen. Und dann kommst du nach einem Monat, so war das geplant, dann mit der Familie an, und dann steht da ein Farbiger und sagt zu dir, nee, das ist mein Schiff. Weißt es ja nicht. Du hast ja keine Rechte als Ausländer da. Also, ja, zumal das ist nicht Europa. Das die Rechtssituation von dem Schiff überhaupt schon erstmal unsicher war, ne? Ja, eben. Also da gab es so viel, es gab auch kein Gutachten und es hätte auch nichts gebracht, ein Gutachten zu machen. Aber bei mir war es halt so, ich habe dieses Schiff gesehen, bin da einmal durchgegangen und habe gesagt, ja, das ist es. Also 30 Tonnen Aluminium, da investieren wir jetzt mal rein, statt das Geld auf der Bank zu haben. Und das kriegen wir auch wieder hin, mit eigenen Kräften vor allen Dingen. So, und dann haben wir halt gerechnet, hin und her, war natürlich ewig lange Diskussion, halt auch mit Nathalie, und sie ist dann auch mit eingestiegen und hat gesagt, ja, ich investiere in das Schiff. Und dann haben wir halt den Plan gehabt, das Schiff dann rauszubringen, und das haben wir dann halt auch gemacht. Wir sind nach einem Monat wiedergekommen, das Schiff war noch da, der Broker war wieder da, wir haben das restliche Geld bezahlt, sind aufs Schiff und dann war es unseres. Tja. So. Dann begann die Geschichte eigentlich erst, ne? Ja, dann beginnt eigentlich so dieses zweite Schiff. Und dann sind wir halt, dann sind wir mit dem Eigner zu dem Hafenkapitän und haben dann gesagt, okay, wir, also der Eigner, das war so vereinbart, dass wir gar nicht gesagt haben, dass wir das Schiff gekauft haben, weil sonst hätte der surinamische Staat vielleicht noch die Hand aufgehalten und hätte gesagt, ja, jetzt müssen wir erstmal Steuern bezahlen oder was weiß ich, was sie sich dann überlegen. Sondern wir haben gesagt, das Schiff muss dringend raus, der Eigner kann nicht. Also wir bringen das jetzt nach Trinidad unter seinem Namen, mit seinen Papieren, die natürlich überhaupt nicht mehr gültig waren. Aber so mit Offiziellen können wir ja nur gut umgehen, haben wir ja 7 Jahre lang geübt vorher, oder 9 Jahre, oder 10. Und das hat auf jeden Fall geklappt. Wir haben die Kinder mitgenommen, das ist immer gut. Ne? Und dann durften wir halt, haben die Genehmigung gekriegt, auszulaufen, und sind dann nach Trinidad, nach Chaguaramas gefahren. Da wussten wir, dass wir alles machen konnten. Und da haben wir das Schiff dann zum ersten Mal rausgehoben. Also wir sind da hingefahren, das waren 1000 Meilen, ohne Licht, ohne Navigation, ohne Karten oder sonstiges. Und der Motor ist nach dem Rausfahren ist er direkt kaputt gegangen, also die Impellerpumpe, die trocken gelaufen ist. Problem, dass wir jahrelang mit uns rumgeschleppt haben. Aber wir sind halt mit dem iPhone, also Navigation auf dem iPhone, sind wir dann halt nach Trinidad gefahren. Wahnsinnig schneller. Wir sind noch nie so schnell gesegelt in unserem Leben.
Habt ihr eine neue Segel gehabt bis dahin? Oder Wir haben die alten Segel genommen, waren zwar hässlich und das Laminat war auseinandergebröckelt und so, aber zum Segeln reicht das ja. Solange sie nicht reißen, ist gut, ne? Nee, reißen tun sie dann nicht. Und dann sind wir diese 1000 Meilen dann gesegelt. Einer meiner Söhne ist noch mitgekommen, der hat mir geholfen. Haben dann zum Beispiel die ganzen Tampen mit dem Hochdruckreiniger gereinigt und so weiter. Das war alles unheimlich viel Reinigungsarbeit hauptsächlich. Haben dieses Bienenvolk aus dem Mast verscheucht mit Hilfe von einem Imker. Und das muss ich ganz kurz erzählen. Also diese Geschichte mit den Bienen. Ne? Also weil wir sind ja losgefahren vom Ankerplatz und haben uns dann immer gewundert, wo die ganzen Bienen herkommen. Ne? Weil wir haben in so Marina verlegt zum Saubermachen von dem Schiff. Also wir waren dann noch 2 Wochen in Suriname oder 3 Wochen. Und es waren immer diese Bienen da. Und dann habe ich immer geguckt und da waren ganz viele Bienen immer oben um den Masttop. Und sobald man irgendwie auch nur an die Fallen rangekommen ist, dann kamen Bienen von oben runter, ne? Und haben einen attackiert. Ja, also da muss die Königin oben gesessen haben und gesagt, alle Mann, los, runter, attackieren. Da! Und es war so schlimm, dass ich also echt gelaufen bin. Und mein Sohn hat zu mir gesagt, Mensch, Michael, ich wusste gar nicht, dass du so schnell rennen kannst. Ja, das ist bei den Bienen aber auch nicht ganz ungefährlich. Die scheinen ja wirklich gefährlich zu sein. Ja, diese Killerbienen, diese brasilianischen, die sind echt gefährlich. Ne? Jedes Jahr sterben auch Leute, ne? Die denen zu nahe kommen. Weil die greifen also wirklich in Horden an. Haben einen Imker angerufen und der Imker hat dann gesagt, ach, kein Problem, ist gekommen. Und dann habe ich einmal an den Wand angefasst und dann ist der Imker weggelaufen. Gutes Zeichen. Gutes Zeichen. Ja, und dann haben wir uns besprochen und dann wurde also die ganze Marina evakuiert. Die mussten alle aus ihren Booten raus. Wow. Und da waren so Häuschen und so, die mussten auch alle raus. Und dann ist er nachts gekommen mit entsprechenden Anzügen. Ich habe auch so einen Anzug gekriegt und so eine Haube und dicke Handschuhe und so weiter und so fort. Und dann haben wir ihn da hochgezogen mit der Winch und dann hat er das komplett ausgeräuchert. So, und jetzt also die Story ist nämlich die, dass am nächsten Tag, das hatte sich nämlich einer die Murin genommen, wo die Marlin, die 6 Jahre lang dran war, wo das Bienenvolk ja gelebt hat. Ein kleineres Schiff, ein Fahrtensegler, der ist da dran gegangen. Und am nächsten Tag ist er besucht worden, und zwar von unserem Bienenvolk, weil die haben sich nämlich gemerkt, wo sie ja gewohnt haben vorher. Wahnsinn. Und sind dann hier ausgezogen und dann komplett bei ihm in den Mast wieder eingezogen. Ach, der hat sich gefreut. Der hat sich super gefreut. Ne? Und der Imker hat einen Dauerauftrag wahrscheinlich auf dieser Mooring. Genau. Wahnsinn. Ja, das war schon lustig irgendwie. Ja, auf jeden Fall sind wir dann irgendwann in Chaguaramas angekommen und haben kurz einen Zwischenstopp gemacht in Tobago. Und Tobago habe ich zum ersten Mal unterm Schiff getaucht und habe dann festgestellt, dass es super in Ordnung ist, weil der komplette Rumpf, auch über Deck, die Holländer machen ja immer richtige Arbeit, wenn sie arbeiten, die haben alles komplett gespachtelt und geschliffen, damit das alles schön rund aussieht. Mhm. Und der ganze Rumpf ist also Epoxy überzogen. Und es ist überhaupt nichts passiert. Also keine Elektrolyse, man sieht überhaupt kein Metall. Hatte einen Kratzer unten, da ist er wohl mal im Nordostseekanal auf dem Weg nach Finnland, da ist er mal auf die Steine gelaufen. Aber das so in einem Bereich, wo so dick Material ist, dass es also keine Schäden gab. Guter Kauf. Tja, letztendlich. Gutes Gefühl gehabt. Mhm. Ne? War ja ein Gefühlskauf. So, und aber dieser Gefühlskauf war gut. Ja, und der war richtig. Und dann haben wir es halt rausholen lassen bei Peaks in Chaguaramas. Die sind ausgerüstet für so große Boote. Die Marlin ist halt 18 Meter lang, 30 Tonnen, geht nicht in jede Marina. Und dann sind wir da raus und haben das dann nochmal begutachtet. Das war alles einwandfrei, mussten halt neuen Primer drauf machen, alles abschleifen. Und über der Wasserlinie haben wir das dann professionell umspritzen lassen, haben sie rot gespritzt, vorher war rot. Und haben sie Marlin genannt. Hat der Name Marlin einen Hintergrund? Nö, und das war wieder eine tagelange Diskussion oder monatelange Diskussion, tausende von Ideen, ne? Also von Dornröschen über das, was man sich dann so ausdenkt, ne? Über Dance Ring oder Tango oder was weiß ich. Und ich habe dann irgendwann gesagt, Marlin passt für dieses Schiff. Ich habe dann diesen Schriftzug auch gemacht.
Und für mich hat Marlin halt, ich habe nie einen Marlin gefangen. Also ich hatte schon öfters einen an der Angel, aber ich habe nie einen an Bord gekriegt. Das ist auch richtig Arbeit, glaube ich, wenn so ein großer Kerl da zappelt. Ja, die springen halt und die turnen und die reißen sich los von alleine. Und so vielleicht so ein bisschen so ein Wunschdenken, irgendwie sowas Entferntes. Ja, und das passt da einfach mit Marlin. Ja, und dann waren wir da wochenlang in der Marina, also was heißt nicht monatelang, also wir waren relativ kurz, so 3 Wochen oder so, dann war das für uns erledigt. Dann sind wir nochmal nach Deutschland geflogen. Dann hat Alan den Paint-Job gemacht, hat die Marlin umlackiert und die haben richtig einen tollen Job gemacht. Und auch zu respektablen Preisen kann man da halt noch Sachen machen lassen. Und dann sind wir zurückgekommen und dann war sie halt soweit fit, haben das Antifouling gestrichen, sind ins Wasser gegangen und dann ging es nochmal los für, ich glaube, ein Jahr ungefähr, vielleicht so ein bisschen länger, sind wir dann durch die Karibik gezogen und haben einen halben Tag Arbeit gemacht und einen halben Tag haben wir ja, Fahrtensegeln gemacht, Leben in der Karibik mit den Kindern und so weiter und so fort. Und dann haben wir angefangen, die Veränderungen am Schiff zu machen, die man so machen will. Also viel weiß gestrichen, sie ist halt komplett in American Sherry Wood, also American, also Kirsche, ausgearbeitet in den Ausbau. Das hat uns nicht so gefallen, das ist ein bisschen so ein Sarg, wenn du reinkamst, so dunkel. Also dunkel, ja, und du hast es jetzt hier gesehen, also wir haben sehr viele Flächen weiß gestrichen, die das dem Ganzen einfach eine Helligkeit geben. Dann, also das Deck haben wir nicht neu lackiert, das ist original. Und dann haben wir halt uns um die neuen Segel gekümmert, die aus Thailand gekommen sind, von Rolly Tasca. Und da haben wir schon für die Marlin, für die Iron Lady haben wir da schon die neuen Segel machen lassen. Haben einen sehr guten Preis gekriegt. Original waren North Sails drauf, die konnten wir uns nicht erlauben. Also die haben irgendwie 60.000 Euro aufgerufen für 3 Segel. Und bei Tasca haben wir halt, okay, dann natürlich nicht Kompositsegel, aber richtig stabile Fahrtensegel haben wir bekommen, insgesamt mit einem Genaker und Sturmsegel und allem drum und dran halt für unter 20.000 Euro. Das war gut. Ja. Da waren wir gerade auf den Cayman Islands und haben uns die dahin liefern lassen und die haben wir halt selbst vermessen auch, das haben wir zum ersten Mal gemacht, also die Segel komplett vermessen. Damit ist der Segelmacher natürlich raus, ne? Also du kriegst dann Segel und du musst gucken, dass sie passen. So, das ist deine eigene Schuld, ja. Wenn der Segelmacher nicht da war und ausgemessen hat, sondern du hast selber ausgemessen. Also, sollte man wissen, wie es geht. Ja, wir haben es zum ersten Mal gemacht. Ja, okay. Ja, aber es passte alles. Hat scheinbar funktioniert. Ja, wir haben die Segel jetzt auch noch drauf und die sind inzwischen auch schon 30.000 Mal gesegelt. Also ordentlich. Ja. Und ja, und dann... Dann sind wir nach Kuba gesegelt, haben uns in Kuba verliebt. Kuba ist total schön. Und da waren wir dann direkt 2 Mal hintereinander. Und dann Jamaika wieder, Cayman Islands mal wieder gewesen. Also die Ecke da oben hat uns schon gut gefallen. Ja, und dann kommt einfach der Zeitpunkt, dass die Kinder in die Schule müssen. Und deshalb sind wir dann ja, über Bahamas. Dann Bermudas haben wir ausgelassen und sind dann über den Nordatlantik gesegelt. Bis zu den Azoren und dann habe ich einen Traum verwirklicht, nämlich ich bin mit meinen ganzen Kindern gesegelt, also mit meiner Tochter Maya, mit der Tochter Lena, mit meinen Söhnen Julian und Lukas und natürlich Nathalie und noch einer Freundin und dann sind wir über den Nordatlantik gesegelt und es war ein Traum. Ein Traum von Segeln, also die Marlin hat sich so toll gemacht, die segelt so toll, einfach ruhig durch die Größe, wie sie durchs Wasser geht, Geschwindigkeiten halt, so 200 Meilen am Tag, das war natürlich... Ja, ist halt auch ein sehr schlankes Schiff, was sehr schön läuft, ne? Ja, das läuft schön, ja. Wir haben halt gesagt, früher hatten wir halt einen Motorsegler, was die Iron Lady nun definitiv war. Ja. Hat auch toll gesegelt, aber halt, da haben wir mit 100 Meilen am Tag gerechnet. Ja, und, das ist natürlich ein Schritt, ne? Ja, und da haben wir jetzt, also ohne Aufwand zu treiben, macht sie halt 170 Meilen. Ne, im Familienmodus, sage ich immer. Also nicht sportlich gesegelt, sondern Familienmodus, dass die Kinder hier spielen können, nicht zu viel Schräglage kochen, an Bord leben, auch bei der hohen Welle, auch bei der 3 Meter Welle. Und ja, dann sind wir dann, wollten wir eigentlich nach Hamburg,
Dann sagt ein Freund von uns, der in Hamburg auf dem Schiff gelebt hat, wir wollten natürlich erst auch mal auf dem Schiff leben, weil wir gar kein Geld hatten für eine Wohnung und so weiter. Wir hatten keinen Job und so weiter. Das Einzige, was wir wussten, wir müssen unsere Kinder zur Schule bringen im August, weil die schulpflichtig werden. Und wir haben gesagt, wir wollen gerne, dass die Kinder in Deutschland zur Schule gehen. Also Kinder im Ausland zur Schule zu schicken, ist definitiv schwierig. Deutschland ist der beste Platz, weil da kriegen die Kinder umsonst quasi, oder sagen wir mal, für den Steuern bezahlt, die du natürlich zahlst als Deutscher, kriegen die eine vernünftige Ausbildung, können das machen, was sie wollen. Im Ausland ist das nirgendwo auf der Welt so, nirgendwo. Das gibt's einfach, das ist einmalig, Deutschland. Und in den Genuss wollten wir einfach kommen mit unseren deutschen Pässen. Dann sind wir zurückgekommen und der Detlef Jens, auch ein bekannter Autor, also ein Kollege von uns, der auch schreibt, der hat lange Zeit in Hamburg gewohnt. Teufelskralle heißt das, glaube ich, oder so. Das ist eine kleine Marina und da hatten wir uns dann vorgestellt, da können wir doch auch liegen. So, Hamburg hat uns auch gut gefallen, wollten wir immer schon mal, warum nicht mal Großstadt? Mhm. Ne? Und der Plan war, dass ihr mit der Marlin hinfahrt und auf der Marlin leben bleibt. Genau, und er hat uns dann gesagt, vergiss es. Okay. Die wollen euch nicht, die wollen keine Liveaboards. Mhm. Die wollen, kannst dich da auch nicht anmelden auf dem Schiff und du darfst da offiziell auch gar nicht drauf leben und so weiter. Kommt mal besser nach Flensburg, da bin ich jetzt, hier ist gut. Hier kannst du dich anmelden auf dem Boot, alle sind relaxed, entspannt und nicht so hektisch wie Hamburger und Geld steht hier auch nicht an erster Stelle, sondern Leben. Ja, und dann haben wir gesagt, ja, dann glauben wir dem mal. Dann war unser erster Hafen nach den Azoren, die wir angelaufen haben, Cuxhaven. Und die haben uns auch sehr freundlich begrüßt auf dem Transocean. Wir sind auch Mitglied. Wir haben dann auch den Transocean-Preis gekriegt, also Transocean-Medaille haben wir gekriegt 2014. Und sind durch den Nock gefahren und sind dann irgendwann in Flensburg angekommen. Mitten in der Nacht haben dann an den Ochseninseln, die wir nachher zum Lieben gelernt haben, haben wir geankert durch Zufall, weil das so der erstbeste Ankerplatz war, wo wir für die Nacht geschützt waren. Und sind dann nach Flensburg gekommen und wärmstens empfangen worden von Presse und Bekannten und Freunden und so weiter und so fort und haben uns da heimisch gefühlt und unsere neue Heimat gefunden. Ja, und jetzt steht hinten auf der Marlin, steht halt jetzt auch Flensburg drauf. Mhm. Ja. Habt ihr die ganzen Arbeiten, die an der Marlin soweit nötig waren, alle unterwegs gemacht? In der Karibik, ja. Ja? Ja. Also sie kamen dann schon komplett fertig hier an? Ja. Also, ja, also wir haben Wassermann eingebaut, wir haben den Generator erneuert, also einen neuen Motor eingebaut, einen Generator, wir haben eine Werkbank angeraubt im Motorraum, wir haben das Heck ausgebaut, das war noch nicht so weit, wir haben neue Anker und neue Ankerkette haben wir in Deutschland gekauft, dann aber Segel und so weiter, das war, haben wir eigentlich alles in der Karibik gemacht, mhm. Ja. Das geht gut, ja. Auch Elektronik, Kurzwelle eingebaut, Paktor, Kommunikation. Ja, in Deutschland haben wir auch noch viel gekauft, aber den größten Teil haben wir eigentlich in der Karibik gemacht. Mhm. Ist auch das angenehmere Arbeit. Ist trockener. Das Umfeld ist auch einfach irgendwie ganz nett, ne? Ja, ist trockener. Ja. Und auch angenehm, ja. Ja, und dabei rausgekommen ist, erzähl mal ein bisschen was über die Marlin. Ein bisschen was haben wir jetzt schon gehört. Was ist Marlin jetzt letztendlich für ein Schiff? Wie groß, wie breit? Was hat sie für Eigenschaften? Ach so, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ja. Ja, die Marlin ist halt nicht 55 Fuß, ne? Dafür hat ja die Maya gesorgt, sondern die 60 Fuß, war nie der Plan und hat eine Breite von 4,66 Meter. Normalerweise hätte so ein Schiff eine Breite von 5,60 Meter, sie ist also sehr schlank und ist ausgestattet für 6 Personen, also 6 Kojen haben wir in 3 Kabinen. Was nicht viel ist für so ein großes Schiff? Nein, ist nicht so viel, aber der Innenraum ist eigentlich auch nicht so groß, also der entspricht eigentlich mehr einer 55-Fuß-Yacht, weil wir haben ein großes Deckshaus und wir haben einen eigenständigen Motorraum und einen eigenständigen, ja, nochmal einen riesen Stauraum im Achtern und wir haben eine Vorpeak, eine große, begehbare, einen Rammschutz und sie ist komplett nach German Lloyd gebaut, ne, also Vorgaben. Gilt als unsinkbar aufgrund ihrer 5 Compartments, also 5 eigenen Bereiche, die alle
geschottet sind, wo die Kabel auch unter die Decke laufen und dann wieder runter. Und also es könnte, wenn sie mal jetzt zum Beispiel irgendwo gegenfahren würde oder so, ein Bereich würde jetzt volllaufen, dann wird sie immer noch schwimmen. Mhm. Also das ist schon, eine absolut solide Konstruktion gemacht. Ne? Ja, Robert Perry hat die gezeichnet, ist ein Amerikaner, sehr bekannt, inzwischen schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ist jetzt über 70. Und zudem haben wir auch einen guten Kontakt gehabt während der ganzen Umbauphase, immer wenn es wieder um Fragen ging, was ist zu machen und so weiter und so fort. Hat er euch direkt beraten können? Ja, der kannte das Schiff noch, er hat uns auch Zeichnungen gegeben und so weiter. Super. Der Eigner hat das irgendwie alles vergessen und der wollte auch, glaube ich, gar nicht mehr großartig aufs Schiff. Der wollte einfach nur noch Geld. Ja, gut, nach so einer langen Zeit hat er das Thema für sich wahrscheinlich abgehakt gehabt. Ja, also er war halt so krank, dass er auch nicht wusste, wie lange er halt noch lebt. Mhm. Und, ja. Was habt ihr für eine Besegelung drauf? Ja, ein Slup, ne? Kuttertakelung. Ja. Und haben 100 Quadratmeter groß. Durchgelattet, komplett. Alles an Frederiksen. Die heißen jetzt anders, ne? Frederiksen ist ja gekauft worden. Und ja, zwei Rollsegel vorne, eine Genua mit 80 Quadratmeter und ein Jib mit 60 Quadratmeter. Dann haben wir Sturmsegel, Zweisegel und haben auch noch einen Genacker mit 220 Quadratmeter. Das ist eine Menge. Ja, der ist nicht so ganz einfach zu handeln. Ne? Grinst er. Ja, ich muss dran denken, weil ich ihn drei geteilt habe. Wieso? Auf dem Atlantik. Ja, ich hatte ihn vorne angeschlagen mit einem Schäkel. Das sollte man nicht machen. Knoten ist immer besser. Mhm. Schäkel ist gebrochen und hat den drei geteilt. Aber den haben wir dann in Deutschland bei Holmsegel haben wir den wieder zusammenflicken lassen. Die haben das ganz toll gemacht. Aber es hat sich herausgestellt, dass das Schiff also mit der normalen Besegelung eigentlich schneller segelt als mit einem Genacker. Ja. Ein Genacker ist halt auch das Problem, den kannst du am besten segeln, irgendwo, wo wenig Welle ist. Hier für die Ostsee, denke ich mal, können wir ihn wieder auspacken. Mhm. Ja. Ja, das sind so die Eckdaten. Sie wiegt 30 Tonnen, ist Aluminium komplett und hat eine Hauptmaschine mit 165 Horsepower, also wie heißt das? Pferdestärken? PS, ja, genau. Das ist aber mal eine richtige Menge für so ein Schiff, ne? Ja, aber du brauchst es auch. Ja. Also ich habe erst so auch gedacht, das ist aber viel, weil die säuft natürlich auch 8 Liter weg in der Stunde. Mhm. Und die Iron Lady hat 1,5 gesoffen, also von daher. Das ist schon mal Unterschied, ja. Aber sie hat 1200 Liter Diesel, 1200 Liter Wasser. Wir haben jetzt einen großen Wassermacher eingebaut mit 120 Liter die Stunde. Weil ich hatte auch vornherein vorhatte, Charter bzw. Kojencharter zu fahren, Expeditionssegeln zu machen. Und habe dann auch 2015 die BG-Sicherheitsabnahme machen lassen. Das hat uns natürlich nochmal eine ordentliche Stange Geld gekostet. Mhm. Die ist ja bekanntermaßen schon sehr anspruchsvoll. Und aber es gab die Statik, und also Krängungstest und auch das CE-Zeichen hat sie gehabt. Mussten wir zwar nochmal erneuern, auch in einer Story ohne Ende, aber im Endeffekt hat sie jetzt alles und die richtigen Papiere und ist zugelassen jetzt inzwischen für 8 Personen für weltweite Fahrt und ist ein absolut sicheres Schiff. Also da kann eigentlich nichts passieren. Muss auch ganz ehrlich sagen, von meiner Segelerfahrung, die ich ja nur habe, auch mit anderen Schiffen, sie ist ein absolut gutmütiges Schiff, schnelles Schiff, ist kein Racer, ne? Also ist nicht so wie die Cigale, die schon mal 20 Knoten machen kann, Downwind, anfängt zu surfen, sie surft natürlich nicht, ein gemäßigter Langkieler, aber dafür ist sie halt super, super tolles Fahrtenschiff. Vor allen Dingen da, wo du jetzt sitzt, hier in diesem Pilot House. Ne? Das ist also gerade für die Breitengrade hier oben, ist das schon toll. Ich bin ja dann wieder jetzt in Deutschland mit der Familie, Flensburger, 2014 angekommen und 2015 hat es mir schon wieder gereicht. Ne? Das ist ja eine lange Zeit, so ein Jahr. Ne? Ja, hatten wir die See-BG gemacht und dann bin ich auch schon aufgebrochen, habe dann mit den ersten Mitseglern, bin ja dann hoch, die norwegische Küste hoch, 2015, ganz früh losgefahren im April, so wie die Zeit jetzt.
Richtung Lofoten, haben wir uns hier die norwegische Küste angeguckt und dann von den Lofoten sind wir dann, weil ich das Schiff auch ausprobieren wollte, wie es in den hohen Breiten halt bei der Kälte ist und mit Eis und so weiter und so fort, und bin dann nach Spitzbergen hochgesegelt. Mhm. Schöne Tour, hat Spaß gemacht. Ja, mit so einem Schiff, wo du dann auch mal wirklich dich vernünftig aufwärmen kannst, wo du genug Platz hast und auch mal dann, alles unterbringst, was du unterbringen musst bei so einer langen Reise. Ja. Das ist schon, die hat schon die richtige Ausstattung. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind in Lofoten losgesegelt, haben die Segel gesetzt, haben die Tür zugemacht vom Pilot House. Autopilot. Autopilot reingetan. Ja. Der neue, den ich gerade komplimentiert hatte, und sind eigentlich nur noch zum Segelsetzen rausgegangen. Also zum Ändern, so mal die Schoten mal ein bisschen dicht holen, mal ein bisschen vieren, wegen Schamfielen. Aber eigentlich haben wir die Besegelung nicht geändert. Wir hatten die ganze Zeit 30 Knoten Wind und haben die knapp 900 Meilen, glaube ich, in 4 oder 5 Tagen gemacht, 4 oder 5 Tage. Und das haben wir komplett mit Autopilot gemacht. Wir sind auch so dermaßen schräg gesegelt. Also sie segelt halt von der Länge, also von der Breite her, hat sie nicht so eine hohe Seitenstabilität. Sie legt sich halt sehr gerne auf die Backe, 25 Grad. Und dann segelt sie einfach. Das heißt also, der Baum, wenn er dann so weit ausgebaumt ist, der zieht dann auch schon gerne mal durchs Wasser. Mhm. Sehr sportlich. Und du denkst dir dann, du sitzt im Pilot House und dann kommt das Wasser so rüber und die Reling zieht durchs Wasser und du denkst dir immer so, ob das jetzt so alles gut geht. Aber die macht das, ne? Passiert ja nichts, ne? Ja. So. Ja, muss man auch erstmal lernen. Ne? Ja. Du sitzt halt auf dem Klo und kommst nicht mehr weg, ne? Ja, nicht, weil es so toll ist, auf dem Klo zu sitzen. Weil, ja, alles klar. Weil du kommst nicht mehr hoch, ja. Ja, weil mit immer so diese Push so von dem Wind, die erzeugen so eine Gravitation. Ja. Und als wir da hochgesegelt sind, haben wir halt, der Schlagwort war auch immer scheiß Gravitation, scheiß Schwerkraft. Die kommt aber immer in die Quere. Ja. Ja. Ja, und was sind jetzt in Zukunft die Pläne? Was machst du jetzt gerade? Ja, jetzt im Moment sitze ich mit dir. Ja, das hier ist ja im Pilot House in Dänemark. Ja, und, ich genieße das sehr. Ja, wir wollten einfach mal ein paar Tage weg. Die Marina ist uns auf den Kopf gefallen. Wir waren dann die letzten 10 Tage schon mal vor Anker. Der Frühling ist eingebrochen. Du siehst das hier, so ein bisschen Sonnenschein. Temperaturen werden so langsam warm. Das Schiff war im Winter im Wasser in Flensburg, ganz bewusst. Nicht nur wegen der Kosten, sondern einfach auch, um am Schiff arbeiten zu können die ganze Zeit. Ich habe einen sehr netten Bootsjungen gefunden aus Flensburg, der mir viel geholfen hat. Ich bin ein bisschen krank geworden, ist ja relativ bekannt. Und das ist jetzt ausgestanden. Und dieses Jahr möchte ich gerne Ostseerunde machen. Ich möchte also in der Nähe von der Familie auch bleiben. Mhm. Wir sind mit mehreren Skippern. Ein Ex-Bootsjunge, der Jan, der fährt jetzt auch. Der macht das sehr gut. Die Mareike Gur möchte fahren. Dann haben wir hier noch den Christoph, der eigentlich jetzt fahren sollte. Das hat aber leider nicht geklappt, weil wir nicht so viel Resonanz auf unsere Turns gehabt haben wie geplant. Mhm. Aber das gehört halt dazu. Ne? Das ist, wie das Leben so ist. Es gibt immer rauf, so runter, ja. Wir segeln rauf, so runter, rauf. Resonanz kommt jetzt erst noch. Was kommt noch? Die Resonanz kommt jetzt erst noch. Ja, die Resonanz ist schon da. Also wir haben schon, also wir wollen dieses Jahr bis nach Petersburg. Ne? Also wir wollen, hatten eigentlich geplant, jetzt hier Richtung Norwegen und Schweden hochzufahren, und zwar die Westküste. Ja. Und ich denke mal, dass das vielen Leuten einfach noch zu kalt ist. So, im Moment, jetzt gibt es noch ein bisschen. Kann man ja auch verstehen. Ne? Ja. Und deshalb denke ich mal, die Resonanz beginnt so für uns ab Mai. Da haben wir also Buchungen, beziehungsweise fahre ich auch mit der Familie dann. Und dann fahren wir nach Warnemünde, da macht die Yacht eine Veranstaltung. Yacht Blauwasser nennt sich das, glaube ich. Oder Yacht Blue Water. Blue Water, ja. Genau, da machen wir einen Vortrag. Die macht auch einen Vortrag. Da haben wir Gäste hin. Und von da nach Stockholm haben wir Gäste. Und dann geht es in den Botten, da machen wir rund Stockholm. Ich denke mal, da werden sich auch noch Gäste finden. Und den Botnischen Meerbusen 3 Wochen. Da möchte ich so einen Expeditionsturn machen. Also es ist ja dieser Meerbusen da oben, der bis fast zur Höhe Nordkap geht. Ja. Und da einmal hochsegeln, das ist so ein bisschen mein Traum, möchte ich mal machen.
Das, denke ich mal, wird auch noch Resonanz haben. Und dann geht es nach St. Petersburg und wieder zurück nach Stockholm. Und das ist also die Fahrt nach St. Petersburg ist komplett ausgebucht schon. Ja. Das ist was ganz Besonderes. Und Petersburg bin ich auch sehr neugierig, was da so geht. Ja, No? das auch Und von den behördlichen Angelegenheiten auch nicht ganz einfach, ne? ja, das kann gut sein, dass er Jan das fährt, der spricht Russisch. Ja, der kommt aus dem Bereich Deutschland, wo man das in der Schule gelernt hat, um es mal so auszudrücken. Und ja, das, auch, ich denke mal, das ist alles gut. Die Marlin ist gut im Schuss. Und also kleine Probleme gibt es natürlich immer. Aber Tululu ist relativ klein, dadurch, dass wir ziemlich viel abgearbeitet haben im Winter. Und das wird schon alles. Das denke ich mal. Ist so wie der Frühling. Der kommt halt, dann geht er mal wieder, dann kommt halt, dann geht er mal wieder. Ne? Ja. Aber im Endeffekt wird er sich durchsetzen. Ja, und wie es dann weitergeht nächstes Jahr, das ist noch unklar. Das ist noch nicht geplant. Müsste man eigentlich mal machen. Aber das hängt natürlich auch von meinem, bei mir, von meiner gesundheitlichen Zukunft ab. Ja. Ja. Aber jetzt erstmal schöne Pläne. Charter Ja. mit der Marlin. Das ist eine tolle Gelegenheit, mal ein tolles Schiff zu fahren. Ja. Ich habe es jetzt gerade 3 Tage lang ausprobieren dürfen. Und ja, wir sind noch dabei. Ja. Wir sind noch ein bisschen hier in Dänemark unterwegs. Und ja, also ich kann es, wie gesagt, nur empfehlen. Ja, jetzt für das Interview hatten wir gesagt, wollen wir keinen Wind haben, damit wir mal ruhig hier liegen können. Genau, ja, richtig, ja. Haben wir direkt abbestellt. Genau. Wunderbar. Morgen kommt er wieder. Morgen kommt er wieder. Ja, ist auch so gebucht. Ja. 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 Ja, was bleibt noch? Haben wir noch ein paar Fragen? Hast du Ja, noch was wo im Kasten? zuallererst mal, wenn ich jetzt wirklich mit der Marlin mitfahren möchte, wo Hm. wische ich dich denn? Wo erreiche ich denn den Michael Nuck, der sich der mal Kontakt herstellen kann? Also das ist ja relativ einfach, ne? Es gibt ja zwei Oberflächen, wo man mich erreichen kann oder Sachen über mich nachlesen kann. Also man kann so viel über mich nachlesen, dass es bis nach 2000 geht. Seit 2000 in 2000 haben wir angefangen, unseren Blog zu machen. Das gab damals noch kein WordPress. So, wir hatten einen eigenen Blog, der unsere E-Mails in eine Webseite verwandelt hatte. Und inzwischen ist das unter WordPress um zu erreichen unter, ja, eigentlich ganz einfach unter ironlady.de, diese alte Domain, die ist auch noch bekannter als eigentlich die neue sy-marlin.de. Aber der Blog unter ironlady.de erreicht man den prima. Und das andere ist halt, das Mitsegeln organisieren wir über die Website marlin-expeditions mit s.com. Da kann man nochmal nachlesen, also wie die Marlin ausgestattet ist. Man kann bis zu dem Klick machen, buchen. Ne? So, da geht das dann auch. Und da gibt es aber auch meine Telefonnummer. Also wer Interesse hat, mit mir zu segeln oder wer Interesse hat, mich kennenzulernen, der geht eigentlich auf die Marlin Ja. Expeditions Seite. Da gibt es auch eine Turn-Übersicht, wo Da gibt es die einen Turnplan, Turns genau. Der wird hinführen. auch immer aktualisiert, also wie viele Plätze wo frei sind. Und da findet man auch immer die aktuellen News. Währenddessen der Blog immer so ein bisschen was aus meinem Leben beschreibt, da beschreibe ich eigentlich nicht unbedingt irgendwas zum Business, sondern im Blog schreibe ich, was unterwegs passiert. Und Ja. zwar aus meiner Sicht. Und zu dem Blog muss man vielleicht einfach auch wissen, dieser Blog ist super bekannt, also sehr bekannt. Dadurch, dass er halt, ich glaube, 8000 Artikel hat und 5000, 6000 Bilder. Aber es gibt Leute, immer noch, also letztens hatte ich eine Mitseglerin hier beim Schnuppersegeln, die kam aus Somalia und sagte, ja, ich habe gestern alles gelesen. Ich habe 8 Jahre deines Lebens gelesen. Wow. Die weiß alles über mich. Die Ja. ja. Da kommt jemand auf dich zu und der weiß alles über dich. Ne? Ja. Weil ich im Blog halt auch sehr persönlich schreibe. Ne? Ja. Also ich nehme da keine Hand vom Mund. Und man kann wirklich seit 2000 da alles über mich nachlesen. Also es ist schon unglaublich. Ne? Es gibt Leute, die lesen das alles, die gucken sich das komplett an. Ja, es ist ja im Prinzip, als wenn du eine Biografie liest, ne? Ja, aber die schreibst du ja nachher, das ist ja online. Ne? Also es ist ja immer tageweise. Ne? Es spiegelt halt die Stimmung, die Erlebnisse mit der Familie, mit dem Segeln. So. Da kann man Kap Hoorn live miterleben, da kann man das nachlesen. Also es ist halt einfach unglaublich, ne? Dieser Content, der da drin ist.
Und das wird in Google auch entsprechend gelistet. Ja, ist klar. Das ist unglaublich, ne? Also ich denke mal, dass ich schreibe diesen Blog nicht für Leute, die das lesen. Ich schreibe das auch nicht, um Mitsegler zu bekommen. Natürlich mache ich Werbung da drin, logischerweise. Ich habe halt auch noch eine Firma, mit der ich mein Leben mehr oder weniger finanziere. Das ist die Firma Lunatronic, mit der vertreibe ich hauptsächlich Kurzwellenanlagen und Pacto-Modems. Da entstand das. Inzwischen auch Solarpanels und Wassermacher und alles, was ich nach meiner Meinung besten Gewissen verkaufen kann. Und ich rüste Leute aus, die auf Langfahrt gehen wollen, und meistens rüste ich die recht komplett aus, weil es so eine Vertrauensgeschichte ist. Ja, du hast ja auch die entsprechende Erfahrung auf zwei Schiffen schon gemacht, was genau man auf einem Schiff einfach haben sollte und was vielleicht auch überflüssig ist, was man weglassen kann. Gibt es ja sicherlich auch Dinge, wo du sagst, ja, musst du jetzt nicht haben. Meistens sparen die Kunden, wenn sie zu mir kommen. Mhm. Ja, einfach durch die Beratung. Ja, ist so. Ist einfach eine Expertise da. Ja. Also manchen Kunden muss ich dann schon sagen, halt, das brauchst du nicht, lass es weg. Ja. Ne? Wofür willst du dir jetzt Karten kaufen weltweit bei Navionics und einen Kartenplotter, und wenn du das alles irgendwie ja doch mit dem Bord-PC machen kannst? Ja. Ne? Haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Ja, ne? Der nicht so viel Strom frisst. Ne? Du hast jetzt eigentlich gar keinen richtigen, du hast zwar einen Kartenplotter an Bord, aber du nutzt eigentlich deinen PC und ein iPad genau. Für die Navigation. Ja, und das geht sehr gut. Ja, das ist vollkommen ausreichend. Ja. Und das Ganze ist von den Kosten her, hast du ja gerade schon gesagt, man spart da ordentlich. Und natürlich Karten, die muss ich ja als kommerzielles Schiff an Bord haben. Natürlich Karten. Ja, aber letztendlich hast du da Geld gespart. Klar? Ja klar, ja. Geld sparen, ja, darum geht es ja. Mit jedem 5.000 Euro, die einsparst, bist du natürlich fünf Monate länger unterwegs. 5.000 Euro ist schon fast ein Wassermacher. Ja, zum Beispiel. Genau, und das ist wiederum eine sehr sinnvolle Anschaffung. Ja, oder eine Kurzwellenanlage oder sonstiges. Also man kann da schon ganz sinnvoll rangehen. Viele Kunden lassen sich also auch beim Kauf ihrer Schiffe von mir beraten, sprechen mich frühzeitig an, und da mache ich dann den Deal, okay, ich berate dich. Das kostet dich auch nichts. Also ich unterhalte mich mit dir, ich telefoniere mit dir, ich gucke mir deine Offerten an. Ich gucke mir zwar die Schiffe nicht an, das mache ich nicht, aber ich nehme dafür kein Geld. Der Deal ist dann halt einfach Handshake. Dafür kaufst du dann die Sachen, die ihr nachher ausrüstet, halt auch entsprechend bei mir. Und das funktioniert ganz gut. Ja, ist ja auch eine faire Geschichte. Ja. Ja. Und sonst wird es die Marlin auch nicht geben. Tja. Weil mit Segeln und Charter kannst du so ein Schiff nicht finanzieren. Nicht alleine. Nee. Und auch nicht, also die ohne Fremdarbeit geht gar nicht. Also. Ich meine, klar, jetzt lackieren professionell, mal eine neue lackieren oder einen Motor ausbauen und überholen, kann ich natürlich nicht. Aber man muss schon eine handwerkliche Fähigkeit haben, wenn man solche Reisen machen will. Ja. Ja. Weil es auch gar nicht die Möglichkeiten gibt. Ja, du kannst nicht überall irgendwo in eine Servicestelle fahren, das mal alles reparieren lassen, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Also, da muss man schon einen Schraubenzieher und einen Schraubenschlüssel richtig rumdrehen können. Ja. Das auf jeden Fall. Ja, klar. Klar, dein eigener Mechaniker und Elektroniker sein. Das muss auch. Dafür ist es natürlich auch wiederum wichtig, dass du weißt, welche Leitung wo gerade läuft und wo da vielleicht der Hase im Pfeffer liegen könnte in dem Moment. Ja. Ne? Also wenn ich Installationen mache, dann mache ich die immer mit dem Eigner zusammen. Mhm. Also der soll immer dabei sein und wissen, was ich da mache, damit er im Notfall da mal selber ran kann. Ja, und ich finde, gerade bei solchen Installationen, wenn man sowas zusammen macht mit jemandem, der sich auskennt, dann erfährt man auch rundherum noch eine ganze Menge mehr. Man unterhält sich ja auch und man entdeckt das Schiff vielleicht auch ein Stück weit zusammen. Ja. Und da kann man viel Nützliches erfahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Super. Okay. Ja, Michael, vielen Dank für deine Geschichte. Ja, und wir sehen uns möglicherweise irgendwann nochmal auf der Ostsee mit unserem Schiff. Und dann würden wir da mal kommen und mal gucken, ob wir da vielleicht noch ein paar Sachen nachrüsten müssen. Ja, zum Beispiel. Ja, vielleicht bald. Ja. Vielen Dank fürs Interview. Okay. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diesen tollen Turn. Ja. Und bis demnächst. Ja, Erik, ich bedanke mich bei dir. Ne? Auch, dass du mal ganz spontan mitgekommen bist. Weil das sollte man vielleicht einfach nochmal erzählen. Eigentlich sollte das ja hier über das Internet werden, dieses Interview. Ja, unsere Technik hat wieder mal gesponnen. Unser Audioproblem ist immer noch nicht so richtig behoben. Naja, das kannst du jetzt mal unter den Teppich kehren. Ist ja egal. Also viel wichtiger war eigentlich, und das fand ich toll,
dass ich dann zu dir gesagt habe, na, ich weiß nicht, wie viele Anläufe hatten wir, 4 Anläufe oder so. Ja, und es hat irgendwie nicht funktioniert, wie das auch über das Internet manchmal so ist. Warum, ist jetzt auch mal egal. Und dann habe ich zu Erik gesagt, hör mal, bist du eigentlich spontan? Und Erik, da war Ruhe. Und dann habe ich gesagt, komm doch einfach auf die Marlin. Wir segeln am Sonntag los für ein paar Tage. Ich mit meinem Bootsjungen wollen einfach ein paar schöne Tage haben. Ne, einmal Dänemark und zurück. Ja, und jetzt ist er hier und hat das einfach gemacht. Das finde ich gut. Weil diese Spontanität brauchst du. Ne? Diese Spontanität brauchst du. Es gibt so viele Leute, die sich vorbereiten auf eine lange Reise und niemals loskommen. Man braucht ein festes Datum, wo man sagt, man fährt los. Das wenigstens haben wir schon. Ja. Genau, das hast du gesagt. 2020. Wollen wir mal öffentlich hier ganz klar darlegen. Können wir gerne öffentlich sagen. Ja. Also, ich will. Komme, was da wolle. Bis dahin fahren wir. Spätestens 2020 will ich dich hier treffen. Ja, spätestens dann ist das Boot ausgerüstet von mir. Genau. Und hoffentlich nicht in der Ostsee. Ja, das ist aber schon so der Gedanke, dass man vielleicht mit der Ostseerunde erstmal einsteigt und dann durch den Nock und dann geht es auf die Barfußroute. Ja. Das wäre der Plan. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank dafür. Leiden los. Ja, genau. Okay. Ja, und viel Erfolg mit deinen weiteren Plänen und deinen Charterplänen und so. Und wie gesagt, bis demnächst. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ja, soweit das Interview mit Michael Nuck. Den Bericht zu dem Turn, der rund um dieses Interview passiert ist, findest du natürlich auch unter glückspiraten.de und du weißt, der Glückspiraten schreibt sich mit UG und X. Und wenn du jetzt noch 30 Sekunden Zeit hast, dann nimm dir doch bitte den kleinen Moment und hinterlass uns bei iTunes drüben eine möglichst gute Bewertung und vielleicht kannst du sogar noch dazu schreiben, was du an unserem Podcast so schätzt. Und das würde uns echt weiterhelfen und würde dazu führen, dass noch mehr Genusssegler in den Genuss eben dieses Podcasts kommen. Ja, und wir dann unsere Community eben auch noch ein bisschen erweitern können. Wären wir echt dankbar für. Und wir sehen uns und hören uns in einer Woche wieder. Bis dann, mach's gut. Tschüss. Toll, dass du auch heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.